Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Uncharted 4 A Thief's End. Wir haben uns hier so ein bisschen durchgekämpft gegen die Shoreline-Leute, weil Sam ein bisschen in Schwierigkeiten steckt. Und jetzt gucken wir, dass wir unseren Weg weiterfinden und ihm rechtzeitig zu Hilfe eilen können. Bin gespannt. Okay, wo könnte Sam sein? Okay, cool. Da ist die Antwort. Ich wollte halt nicht so wahllos drauf rumschießen, aber ich mach's einfach. Ja, man sollte vielleicht sich auch eine Deckung suchen, ne? Fängt schon wieder gut an. Ihr wisst, wie es ist. Ich habe da teilweise wenig Muße, mich in Ruhe mit zu benehmen. Also mir das ein bisschen mehr entspannter zu Gemüte zu führen. Okay, machen wir es so. Granate! Ah, lasst mich, lasst mich! Lauf. Auch Nathan. Er hat sich auch nicht gerollt. Er sollte sich rollen. Gut. So, dann machen wir das jetzt so. Gehen jetzt hier in Deckung. Werfen jetzt hier erstmal Granate hin. Halt aber auch echt zu gut. Gut. Immerhin das. Okay. Ach komm, wir nehmen die Kondor mit. Oh ne, die hat zu wenig Munition, ne? Shit. Da nehmen wir doch die. Okay. Das ist Sam. Ah, Mist, er sitzt in der Falle. Geh doch in Deckung. Okay, wartet mal, wir gehen ein bisschen dichter ran. Der war down. Okay, perfekt. Hey, hier oben! Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich kann mich jetzt erstmal kurz umgucken und mir die will ich. Und mir Munition holen. Und Waffen. Aber ich glaube, schöner wird sie nicht. Was das angeht, ne. Aber. Ja, man hätte halt auch oben rumgehen können, aber ich fand unten jetzt gar nicht so verkehrt, glaube ich. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Sam, würde ich sagen. Elena wartet schon auf uns. Hallo. Mann, tut das gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden? Hm? Ich bin dafür. Danke für die Leiter. Ich finde es auch eine sehr grandiose. Hallo. Hey, springst du da bitte hoch? Hast du mein Feuerzeug? Upsi. Oh Gott, ich bin direkt tot. Wie ist das denn passiert?
Okay, ja, die Panzerfaust also. Hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Da finden wir Deckung. Bitte, Moment, ich versuche da irgendwie ranzukommen. Ah, Mama. Ah nee, gepanzerte Gegner sind schlecht, habe ich gelernt. Oh Gott, das war... Warum gehe ich da auch immer so kopflos rein? Warum mache ich das denn nicht taktisch klug? Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Ja, das ist tatsächlich... Okay, Moment. Ich muss jetzt einfach... Okay, Moment. Okay, die Panzerfaust ist ausgeschaltet. Ja, haben wir doch schon. Ist doch gut. Entspann dich. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, das war kacke. Also an sich habe ich das, glaube ich, gar nicht. Ich muss mal kurz einen Toffifee essen. An sich war es gar nicht so schlecht. Gut, der war diesmal schnell. Kurz erholen. Ah, wir müssen beide nachladen, das ist schlecht. Das war gut. Kann ich die kurz haben? Kann ich die kurz haben? Danke. Ach Mist, da drüben von dem anderen Schiff. Von dem Deck da unten. Ich bin dran. Ach da. Hab's gesehen. Hab's gesehen. Okay, ich brauche eine neue Waffe. Gib mir die. Okay, ich muss gerade überlegen, wo ich mir am besten Deckung suche. Da ist der... Sets down, ja. Ich bin halt, warum bin ich denn daneben gesprungen, ey? Was ist denn mit mir? Ich habe den gerade so schön ausgeschaltet. Rüber!
es nicht geschafft, mich rechtzeitig... Ich bin gleich hinter euch, Leute! Ja, geh du da lang, dann gehe ich... Gehe ich nämlich hier drüben lang. Was ist los? Easy. Das war knapp. Okay, kommt. Unsere Freunde sind zurück. Ja, ich muss mir irgendwo Deckung suchen. Scheiße. Okay, wir gehen wieder oben. Ah, ne. Hier war doch die Panzerfaust. Gib mir die Panzerfaust. Hat es nicht sein Scheiß ernst. Mama, au. Weiter, ja, ja, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Ja. Oh. Muss hier raus. Das ist korrekt. Vor allen Dingen, weil das jetzt die ganze Zeit, ich glaube, da können wir irgendwie raus. Oh, ich weiß nicht, wo ich Luft finde. Wo ist Luft? Luft, Nathan, Luft. Oh Gott, Luft, da ist Luft, Luft. Luft, kannst du da nicht hoch? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Wir ersticken. Ja gut, ich wusste tatsächlich nicht, wo wir hier rauskommen. Okay, ich guck's mir jetzt in Ruhe an. Kann ich mir halt vorstellen. Nee, da. Nee, das auch nicht. Da vielleicht? Okay, wir krepieren gleich wieder, weil ich keine Ahnung habe. Ich weiß halt nicht, wo wir da rauskommen. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken jetzt, weil ich habe keine Ahnung, wo wir lang schwimmen müssen. Okay, hier ist ein Gitter. Okay, wenn wir jetzt hier lang schwimmen. Hier. Kommen wir ja. Hier kommen wir ja hoch. Ah, okay. Okay, dann jetzt da lang, würde ich sagen. Ja, doch. Oh Gott. Lass mich schnell in Deckung sehen, danke. Komm schon. Und jetzt kümmern wir uns um den da oben.
Boah, er ist doch schon hier. Fick dich. Fick dich, du Scheiß-Typ. Alter, stirb einfach. Es ist doch jetzt. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Mit deinem Scheiß. Gib mir die Munition. Hallo, Mama. Mama. Oh no, ey, das ist doch ein Scheiß. Wie will soll man das denn machen? Mann! Und ich bin schon wieder tot, ey. Das macht mich irre. Ich muss halt den Panzerfaust erwischen, weil sonst bin ich halt down. Weil, wenn ich den nicht... Es ist doch eine Scheiße, Leute. Ich werfe jetzt einfach, hier liegen so viele Granaten rum. Ich arbeite gleich mit Granaten. Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Ja. Gott sei Dank. Okay. Kann ich kurz durchatmen, bitte? Ist es ein Scheiß hier? Macht mich das fertig. Okay, na, was lange währt und so wird endlich gut. Halleluja. Halleluja. Okay. Gut. 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 Leute, das wird. Kriegen wir irgendwie hin. Wir sind wieder alleine. Nee. Ist nicht dein Ernst. Kriege ich nicht einfach. Und was? Mama? Ja. Halleluja. Okay, einfach schnell hier irgendwo hoch. Mama. Also diese Jump-and-Run-Parts sind halt so absolut nicht meins. Oh no, ich hab halt... Ach Gott, das war dumm. Ich hab halt einfach die falsche... Man sollte L1 drücken und nicht L2, ne? Aber dann stirbt man halt auch, wenn man halt die falsche Taste nimmt. Okay, weiter. Kann er da lang? Welten daran? Da. Alter, du sollst einfach schwingen, du sollst dich dann festhalten. Meine Fresse, schwing doch einfach. Oh Gott. Weg bin ich hart bei dir. Mama, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, ne? Das ist mein Problem gerade. Scheiße.
Jungs. Ali? Der läuft schon, ey. Leute, ey. Ah, mach mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier. Alles klar. Die Spielchen sind vorbei. Okay. Verpasst dich. Ja, ja, sie haben mich schon, sie haben mich vorher schon ausgeschaltet. Das denn nach einem... Spielchen sind vorbei. Scheiß Kerle, fertig, ja? Mit Vergnügen. Gott und die Freiheit, Arschloch. Mhm. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, ich hätte halt gerne vorher noch irgendwie eine vernünftige Waffe. Aber gut. Oh Gott, Leute, ey. Das macht mich fertig. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh, eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa, 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 whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hä? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam, wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Nun ja, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, ihn zu überreden. Allerdings glaube ich nicht, dass es das Ende ist, weil das wäre... Das wäre nicht so der typische... Das ist nicht der typische Abschluss für dieses Spiel. Aber immerhin
Hat er es irgendwie verstanden? Was, wenn Sean einem Flugzeug auf uns wartet? Gute Frage. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Ich glaube, er wird uns für immer böse sein. Ich glaube es wirklich. Aber wie geil ist diese Stadt, ey. Ich hatte das. Einer von euch hatte das in den Kommentaren geschrieben. Wie cool wäre das halt zu sehen, wie es war, als die bewohnt war. Und ich sehe das genauso. Ich sehe das ganz genauso. Ich will das hier alles erkunden. Ich will mir das alles angucken. Ich will die kleinen Geheimnisse finden. Und auch hier die Stadt, ey. Es ist so cool. Es ist einfach so mega cool hier. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Oh oh. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fallen. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Ja. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Okay, während die da bei der Sache bleiben, gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Ja, ich bin schon da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stehen können. Ich gucke schon, Leute. Ich bin ja schon auf dem Weg. Also eigentlich bin ich nur hier auf dem Weg, weil ich Sachen erkunden will, aber... Ich finde bestimmt was. Kommt er nicht über die Steine rüber? Gut. Naja, nehmen wir den hier, würde ich sagen, oder? Oh Gott, wir sind so stark. Okay. Sam, es wäre gar kein Problem, wenn du ein bisschen mit anpackst, dann geht es ein bisschen schneller. Danke. Hey, auf die Hilfe? Nö, nö, geht schon. Okay, ich würde mich gerne hier noch, Elena, du stehst im Weg, ich würde mich gerne weiter umgucken, danke. Bin nämlich noch nicht bereit zu gehen. Ah, okay, ich bin doch bereit zu gehen, da ist nichts mehr. Na toll. Okay. Ist irgendwie cool, wieder zu viert unterwegs zu sein, aber jetzt warten halt noch viel, viel mehr auf einen und das finde ich manchmal ein bisschen... Hallo! Ach Nathan, es ist doch jetzt nicht so schwer, da hochzuklettern. Ich habe keinen Bock zu gehen, ist doch klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied weiterging. Ich weiß nur, dass das so irgendwie in die Richtung war. Klettern wir mal durchs Fenster rein, würde ich sagen. Hallo! Wow. Sieht jemand einen Ausweg? Ja, ich glaube da hinten. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ist zu. Aber doch, ich finde, hey, da könnte man... Theoretisch könnte man da durch. Durch. Ja, kommt, wir hüpfen durch Fenster. Es ist so schön hier, ne? Ich finde das so cool. Sieht so mega gut aus. Ja, wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Verstehe ich. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Also sie funktioniert noch? Bestimmt. Die Frage ist nur, wie. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Oh
Okay, jetzt müssen wir nur da irgendwie rüberkommen. Dass ich da dran ziehen kann. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Die, ja, das habe ich nämlich auch gerade schon überlegt. Kann ich das vielleicht... Achso, nee, okay. Ja, ich glaube, dann muss ich von hier springen. Nathan, hilfst du mir mal? Ja. Klar. Ah, okay, ja doch, ich glaube, ich verstehe, was er will. Und los. Und dann kann ich da nämlich rüber und dann kann ich an dem Ding ziehen. Ich glaube, das ist sein Plan. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. Okay. Wir halten ihn fest, du springst rüber. Jo, hat geklappt. Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber. Okay, wir sind soweit. Ein Haufen Piraten ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist noch gar nichts. Du solltest die Aufzüge sofort. Ja. Festhalten! Alles klar bei euch? Ja. Die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greife dich. Ja, ja. Und es geht wieder los. Natürlich. Gott. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Na. Er wird sich noch umbringen. Oh. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Ja. Gehen wir. Und deswegen werden wir ihm jetzt auch im nächsten Part hinterherrennen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, ob wir Averys Schatz wirklich finden und ob Sam es wirklich schafft, sich umzubringen, dann schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin. Tschüss.